Herzlich willkommen zu Teil 11. Wir sind fast am Ende unserer Pitch-Serie und heute geht es um den Lob. Ein Lobschlag ist ein ziemlich gefürchteter Schlag im Golf und deswegen, weil man das eigentlich nie übt, zuerst einmal. Und zweitens, weil die Art und Weise, wie man sonst pitcht, gar nicht so richtig förderlich ist für einen hohen Ball, der schnell zu landen bekommt. Insofern zum einen, wenn es möglich ist und Sie können ein bisschen lobben im Garten, dann sollen Sie auf jeden Fall tun, weil die meisten Leute, die zu mir kommen und sich beschweren über das Lobben, haben es eigentlich nie geübt. Insofern, das ist ja der erste Grund, warum man das niemals auf dem Golfplatz umsetzen soll, wenn man es vorher gar nicht geübt hat. Aber es gibt schon ein paar Punkte, die man beachten kann, um einen Lob zu machen. Und das, was wir komplett durch diese Serie letzte Woche beim Chippen und jetzt beim Pitchen alles gesehen haben, ist natürlich so, dass der Lob damit sehr viel einfacher wird, wenn man das anwendet. Also wir haben bei Chip und bei Pitch gesagt, dass die Ballposition bei der linken Ferse sein muss und dass der Schaft auf gar keinen Fall nach vorne geneigt werden sollte, sondern bleibt relativ neutral. Von dieser Ausgangsposition kann ich sowieso sehr viel besser höhere Bälle allgemein machen. Und es kann vielleicht sein, dass dadurch Sie stellen fest, Sie brauchen gar keinen Lobschlag, weil alles sowieso sehr hoch fliegt. Und das wäre mein Tipp, bis auf vielleicht sogar einstellige Golfer, dass man tatsächlich lernt, einfach zu chippen und pitchen so, und dass man sehr viel mehr über Taktik das Ganze macht. Man sagt, Mensch, ist es vielleicht okay, wenn ich meinen Standardschlag mache und mache gar keinen Lob und spiele ihn einfach so, wie ich kann, und er landet in der Nähe der Fahne und rollt meines Erachtens vielleicht so 2-3 Meter weit weg. Das ist immer noch ein Chip und ein Zwei-Putt und nicht die Katastrophe, die man bekommen kann, wenn man versucht, tatsächlich einen Mega-Lob zu machen. So, das muss jeder für sich ein bisschen gucken, wie man das taktisch plant. Was man aber tun kann, um noch mehr Loft auf dem Schläger zu bekommen, ist Folgendes. Und zwar den Schläger einfach in der Ansprechposition mehr Loft geben. Ich bin gar kein Fan von dynamisch Sachen machen, um den Lob hinzubekommen. Also von außen und Löffeln und sonst was. Immer alles ein bisschen schwierig. Aber wenn man in der Ansprechposition den Schaft ein bisschen senkt und dann ein klein bisschen öffnet, also vielleicht so 10 Grad oder so. Also durch rechts drehen, also öffnen und runter senken, zeigt die Schlagfläche immer noch gerade, ist aber 10 Grad offen, von oben gesehen. Der Ball wird aber gerade fliegen. Und hier habe ich ein paar Grad mehr Loft geschafft, als ich sonst gemacht habe. Ich schwäche dann meine rechte Handhaltung und jetzt habe ich statisch noch mehr Loft als vorher. Und dann mache ich einfach meinen ganz normalen Schwung und dann habe ich einen Schläger mit nicht 60 Grad Loft, sondern 65 oder so. Und dann kann ich einen schönen, wunderbar Lob spielen, doch kurz vorm Gewächshaus des Nachbars, hallo, und alles fein. Also, um zu lobben, zuerst einmal, wenn dann alles statisch, durch Schläge öffnen und senken und schwache rechte Hand. Niemals dynamisch daran gehen. Und vor allem üben auch noch. Ja, wir werden einen Monat Pause machen müssen, aber ich habe ein Geschenk für euch. Und zwar einen Monat lang könnt ihr meine Academy-Mitgliedschaft umsonst rumschauen. Ich habe hunderte von Videos, kostet nichts. Erster Monat, also während der Corona-Krise, ist komplett kostenfrei. academy.ledbetter.de. Geht da rein, registriert euch. Ein Monat umsonst, solange wie diese Geschichte vorbei ist. Bitteschön.